Hallo Leute und herzlich willkommen zu Megabyte Punch. Wir spielen jetzt Megabyte Punch aus dem Jahr 2013, glaube ich, müsste das sein. Oktober 2013. Und wir fangen einfach an. Ein neues Spiel. Ich habe nur mal kurz reingeguckt wegen der Steuerung und so weiter. Habe die ein bisschen angepasst, weil die stand ein bisschen kacke. So steuern mit den Pfeiltasten und dann schlagen mit Z und irgendwas mit X und so. Und das ist echt auf englische Tastatur ausgelegt. Ein bisschen doof. Ich habe mir das umgelegt auf WASD zum Laufen und dann die Pfeiltasten zum Angreifen. Und wir sind ein Spieler und Logan Lees. Bum, bum. Hey, wach auf. Ich bin das Hardcore. Hardcore. Herzkern. Der Ersteller, der Creator. Du bist meine Kreation. Digitale Lifeform. Wir können Englisch. Da brauche ich das nämlich nicht vorlesen. Was ist auch relativ egal. Ich nehme mal an, dass Story nicht so krass der Fokus ist von dem Spiel. Man kann schon ein bisschen erkennen, dass es ein Sidescroll-Plattformer ist. Und wie der Name vermuten lässt, geht es irgendwie um Punchen. Deswegen Megabyte Punch. Ja, jetzt musst du erstmal Sachen lernen. Geile Musik im Hintergrund. Oh. Okay, geile Musik vorbei. No problemo. So. Unten links in der Ecke seht ihr auch, wie ich gerade steuere. Der Pfeil sagt dann, ja, jetzt drückt er nach unten, jetzt drückt er nach oben. Und zur Seite. Punch. Jump. Ein Double Jump. Wie ist denn dieses kleine Kerlchen? Guck mal, da steht nämlich Z. Aber Z ist das nicht mehr. Das ist jetzt bei mir Pfeil nach links. Bam. Boom. Ein bisschen laut vielleicht. Sollten wir das mal ein bisschen den Sound noch leiser anpassen. So minimal zumindest. Warte, ich soll den Typen da boxen. Oh. Hallo Neugeborener. Oh, du machst gerade das Basistraining. Mhm. was? Just continue the way. Ja, mach einfach mal weiter. Gib dein Bestes. Ja, immer doch, Mann. Unten gedrückt halten ging also nicht. Oben und Z. Also oben und Punch. Nur nicht nach oben schlagen. Man kann auch nach unten. Da, guck mal. Was ich kann, ey. Ja, alles kaputt machen. Hallo. Du kannst einen Walljump machen. Alles klar. Ah, einfach nach links und rechts drücken. Das ist ja easy. So stehe ich mir vor. Einfach mal den Typen da boxen. Hallo. Wow, was war das für ein Ability, Alter, will ich auch. Guck mal, ich kann sogar blocken. Ach, Trottel. Bam. Zack. Und irgendwann eingesammelt. Checkpoint. Ich weiß noch nicht. Ich werde jetzt erstmal noch leiser machen. Vielleicht mache ich dann bei der nächsten Aufnahmesession das Ganze insgesamt ein bisschen lauter oder so. Das Problem ist, ich kann es noch nicht genau abschätzen hier bei dem Spiel. Oh, guck mal, wir können Bits sammeln. Ist hier oben noch was? Nee. Hey, was geht los? Oh, Enemies droppen. Bits oder irgendwelche Teile. Die kannst du aufsammeln und dann dein Leben regenerieren von den Bits. Und von den Teilen, dann bekommst du neue Fähigkeiten. Dafür musst du nur in dein Inventory entern. Ja, dann die Sachen kannst du ausrüsten. Enter. Guck mal, das macht das ganze Spiel nämlich aus. Dann können hier Attach Parts. Kann man Teile ausrüsten. Guck mal. Oh, das passt nicht. Hä? Was? Hä? What? Oh, guck mal. Oben. Zack. Das ist jetzt die Fähigkeit, die wir gelernt haben. Wir haben sie ja nach oben gepackt. Die können wir auch in der Luft benutzen. Und wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an hier. Attach Parts. Select Part. Oder? Hab irgendwas gemacht, was ich nicht wollte. Hey, lass mich doch mal hier rein. So, ach, guck mal. Ja. Nein. So war das eigentlich nicht gemeint. Achso, wir haben bloß ein Part. Abilities. Teile zerstören, alles klar. Ja, okay, cool. Hat sich gelohnt, da reinzugucken. Oh, du bist schon fast am Ende. Blablabla, aua, halt die Fresse. Wir kriegen das alles auch so raus. Kann ich taunten oder was? Ups. Au.
Ja. Guck mal, da habe ich die jetzt richtig krass fertig gemacht, indem ich so getan habe, gesprungen und dann nach unten um meinen Thrust geflottet habe. Ne, das war falsch. Nein. So. So habe ich gemacht. Bam. Cool. Ich glaube, mit Gamepad würde sie ein bisschen cooler spielen, aber irgendwie habe ich gerade nicht das passende USB-Kabel parat für meinen Controller. Was? Ja, ja, Schild kann man auch noch benutzen. Ja, danke. Ist das was, wenn ich die Dinge kaputt mache? Wahrscheinlich nicht. Wutz! So, sind wir hier. Was ist das? Ich mag die Musik. Guten Tag. Ah, du bist angekommen. Das ist unser Zuhause. Dein Zuhause und das Zuhause von dem Powerful Hardcore des Windes. Ein kleines Dorf außerhalb des Empire. Deine erste Mission ist es nach Megaclopolis? Lost Megaclopolis zu reisen in die zweite Etage und dort den Imperial General kennenzulernen. Hoffentlich willst du erstmal hier dieses kleine Dorf kennenlernen. Ja, gute Idee. Lass mal reingucken. Hallo. Guten Tag. Hallo Fremder. Feel free to destroy all the crates here in my home and grab all the bits. Okay. Swap, swap. Swap, swap. Hier unten. Ja, ich hab gesagt, ich kann die ganzen Dinger hier kaputt machen. Die ganzen Bits mitnehmen. Die Bits sind hier wahrscheinlich. Hä? Hey, what? Und das jetzt für Quatsch? Wieso bin ich da jetzt rausgegangen? Ach, hier ist noch ein Ausgang. Ah, okay, das ist klar deswegen. Alles zerstören, ja. Zerstören. Oh, hallo, Amigo. Hm, du hast hier hinten Passage in dein Zuhause gefunden. Siehst du die krasse Farbe da drüben? You can have it if you reach it. Du kannst sie haben, wenn du rankommst. Oh. Sieht aus, als ob man irgendwo oben lang gehen könnte. Einfach mal hier irgendwo geheimnismäßig lang gehen. Zack! Color collected. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Hä? What the fuck? Okay, wir sind jetzt hier irgendwo unten. Ah, guck mal. Warum? Ah, jetzt okay. Also das war jetzt ein bisschen tricky, hier wieder rauszukommen. Aber geht schon. Danke für die Farbe. Guck mal, vielleicht können wir uns hier direkt anlegen. Abilities. Attach Pop. Können wir nicht? Ah, jetzt können wir die Abilities auch woanders hinlegen. Alles klärchen. Hier kann man noch einzelne Parts austauschen, aber ich möchte gerne eigentlich die Farbe anlegen, sozusagen. Na gut, vielleicht später. Oh, da oben ist auch noch was. So, dann tschüss. Danke für die ganzen Kisten. This is your very own house. Das ist unser Haus. Ja, wir haben die Fresse. Home. Guck mal, hier sind wir zu Hause. Builds, Colors, Colors. Ah, guck an, hier können wir die Farbe ausrüsten. Zack. Yeah, jetzt sind wir richtig schick im Yard. Was ist das? Oh, noch eine Farbe eingesammelt. Yeah, Mann, ich bin der Bumsman. Sollen wir noch ein bisschen was mit der Steuerung vielleicht einfallen lassen? Und hier irgendwo runter? Was ist denn das? Yeah. Swag, swag. Ah, die Farbe hat mir besser gefallen, ehrlich gesagt.
Boot. Ah, guck mal, das ist ein schöner Platinenbaum. Gut. Lass mal gucken, was bist du, Werner? Okay. Tschüss. Hopp, kann man hier automatisch drüber laufen? Nein. Da, guck, Level 1. Lass uns 3 gehen. Ich drücke immer mit der Pfeiltaste nach oben. Das erinnert mich von der Musik ein bisschen an Baumoment 64. Famio! Alter, wie geflogen ist. Gut. Was ist das? Ich hab irgendein Teil eingesammelt. Ups. Großer Kopf. Oh, ein Dash, okay. Ein großer Kopf. Wenn ich jetzt nach unten und special. Wuh. Nice, Alter. Halt da unten mal ein Gegner. Was? Ah, das sind Loot Crates. Also ganz große Crates sozusagen. Bam! Gib mir your Bits, Dude. Guck mal. Kann ich das hier kaputt schlagen? Nee. Okay. Lass ich mal ein bisschen weiter gucken. Hier die Leute ein bisschen prügeln. Junge, willst du vor die. Alter! Ah, da geht auch. Ich Junge, Junge. Ah, guck, jetzt habe ich hier ein Loch reingeboxt. Das ist ja nice. Also Leute, kann man hier durchschleudern. Au. Bam, bam, bam. Jetzt stirb endlich. Und Teil. Okay. So, guck mal, was haben wir denn aufgesammelt? Uff. The Wings. Aha, was ist das? Ein Subprogramm, bla bla. Ausrüsten. Ah, guck da hinten. Fly nach oben. Ah, guck an, da können wir jetzt fliegen. Das ist natürlich ganz schön nice. So, Freund. Ist jetzt mal richtig für die Oma, Junge. Bam, bam, bam. Ich punch dich. Okay, was war das wieder? Neues Bein. Exoleg. Standardschulter. Ach, wir haben so Schultern ausgetauscht. Ja, dann lass mal das Bein hier noch nehmen. Zack, Alter. Sieht jetzt mal richtig aus wie vom Schrottplatz. Hier ist nichts weiter. Kann ich jetzt irgendwo rein dashen? Nee, geht nicht. Man muss schon Leute durch die Wand prügeln. Wow. Was geht ab? Oh. Yeah, we got a Kopf. Noch Raketentorso. Haben wir doch schon. Huch. Huge. Kick mir mal weiter. Das Prinzip des Spiels sollte inzwischen auch einigermaßen klar sein. Und man kann das Ganze auch gegen Freunde spielen, indem, ja nicht im Koop, im Gegeneinander-Spielmodus. Ja, also im Versus. So heißt das. Mhm. So. Mal ein bisschen hier vorankommen, mal gucken, wo wir lang können. Guck mal, das ist auch. Au! So eine Macke, Junge. Springt der jetzt hier hoch oder was? Junge, mach dich fertig. Oh, hab nicht getroffen. Zack, Junge. Haha. Oh, guck mal, da ist ja was. Hier hoch. Zack. Zack. Mal sehen. Ah, guck, hier ist noch was. Ein neuer Kopf. Ein Voltage-Turban. Den probieren wir mal aus. Zack. Was ist das denn jetzt? Oh, jetzt können wir teleporten oder was? Das ist natürlich nice. Jetzt haben wir dafür weniger Schlagkraft, aber dafür können wir uns jetzt irgendwie teleportionieren. Oh,
Und es ist auch gleichzeitig eine Attacke, natürlich. Au! Fuck off. Oh, das wollte ich nicht, ich wollte den. Mit dem voll einen geklatscht. Nochmal? Na, willst noch einer, willst noch einer? Au! Fuck off. Oh nein, die haben mich getroffen. Was ist da los? Au! Hab ich den gerade weggebumst? Tatsächlich, Alter. Wo steht eigentlich unsere Energie? Wie viel Energie haben wir? Ah, da steht Damage 66 und links in der Ecke. Ne, der Pfeil zeigt noch da, also ja, gehen wir erstmal hier lang. Alter Zaun, Junge. So. Au, fuck. Was auch immer das bedeutet, ey. Ups. Das macht zu viel Schaden. Oh nein. So. Können wir irgendwie Break into Bits Abilities? Swap Abilities. Nee. Ich dachte, man kann jetzt hier vielleicht irgendwie seine Bits ausgeben für Anti-Schaden sozusagen, um sie zu reparieren. Das war ja irgendwie, stand ja vorhin da, mit Bits irgendwie reparieren oder HP zurückbekommen. Schicke Level. Stage 2. Ah, das ist also mein Zweifel. Ich will das jetzt wissen. Ability. Nee. Break into Bits. Parts. Nee. Return. Attach. Das ist das Richtige. Gucken wir mal in die Option. Input. Schauen wir mal. Open Inventory. Pause. Thrust. Irgendwie steht da nichts dazu. Das ist ganz schön scheiße. Na gut. Oh oh. Ich glaube, das war eine Bombe. Warte mal, da oben war auch noch hier. Da. Lass mal machen. Ups. Oh. Ich möchte es unbedingt mit dem Controller spielen. Oh nein, jetzt habe ich eine Runde geschubst. Egal. Hier wohl noch verstecktes. Ups. Oh, ein Gegner. Bin ich getroffen? Wir machen bestimmt gleich kaputt. Oh, nein. Jetzt sind wir schon bei 104 Damage. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht ist es ja wie bei Smash Bros. Wenn man, je mehr Schaden man einsteckt, desto weiter fliegt man, wenn man getroffen wird oder so. Oh oh. Könnte sein. Ups. Oh nein. Dort Enemy. Der war so der Gegner hin. Ah. Oh. Okay, alles klar. Das war jetzt ein Leben vorbei. Ist es interesting? So, dann komm mal her hier. Und. Junge, wenn ich dich boxe, sage ich dir. Batz. Batz. Oh, neuer Handschuh. Das auf den Arm. Okay, jetzt können wir einen Uppercut oder was? Uppercut, bam! Bam! Dollar? Bam! Das ist ganz schön witzig. Oh nein! So. Geht es hier weiter? Nee, geht nicht weiter. Was ist da los? Geh mal hier unten lang. Oh je, mich juckt die Nase. Oh, kennt ihr das? Wenn man... Alter, willst du mich verarschen? Dann mach ich gleich mit dir, Junge. Wenn einem die Nase juckt,
so als ob man gleich wirklich richtig hart niesen muss. Aber da passiert nichts. Putz. Ich finde ihn lustig. Das ist ein cooler Angriff. Bam. Was habe ich denn jetzt gemacht? Bam. Das ist echt witzig. Putz. Oh. Putz. Oh, scheiße. Den Wurf liegt nicht ganz so clever. Scheiße, ey. Nochmal dahin. Boah, wie weit sind wir denn jetzt gelaufen in der Zwischenzeit? Nee, hier runter. Ja, auch. Ja. Das geht schon. Ich glaube, an der Stelle hätte ich mich wegteleportieren sollen oder so. Clevererweise. Der Ding da jetzt geklappt. Richtig dicke Platte. Was machen wir denn damit? Zack. Okay. Was? Also die Ability mag ich nicht. Dann nehmen wir doch lieber die hier und tauschen die mit dem wieder aus. Oh, zurück, zurück. Kann ich das kaputt schlagen? Lachst du mich aus, Junge? So, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Jetzt kommt bestimmt wieder ein Kampf. Ja! Putz! 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 Und raus. Putz! 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 Ist das so einfach, geht das? Noch jemand? Noch jemand ohne Vorschein? Ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich denke, wir sollten nur in den Level 2. Jetzt sind wir schon in Level 3. Oh. Bam. Nichts hier mit Schießen, Junge. Ich glaube, mir fehlt hier wirklich irgendwo noch eine Ability oder irgendwie ein bisschen Cleverness oder so, damit ich hier all wieder funktioniert. Dass ich mich heilen kann, das muss doch gehen. Und sammle ich denn die ganzen Bits ein, wenn ich nichts damit anfangen kann? Das ist ja Quatsch. Ja. Ich renne jetzt einfach erstmal an den ganzen Dudes vorbei. Wir wollen ja auch mal fertig werden hier mit dem Scheiß. Oh nein. Ups. So. Erstmal den Kollegen schön da reingehauen. Ah, wieder mal. Putz. 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 Au. Bin ich gehauen, ey. Das ist eine Sau. Checkpoint. Nächster Kampf. Buh. Buh. Alter. Ach, so. Oh, das war's. Dann holen wir jetzt noch die kleinen Dudes hier. Ne, geht nicht. Zack, zack. Man muss sie genau treffen mit dem Teleporter. So funktioniert das auch. So, wo ist der Kollege hier hingefallen? Was machst denn du hier? Mach ihn mal weg. Alter. Der muss irgendwo in den Nether gefallen sein. In den Nether. Für Minecraft. Putz. Ach, fuck off. Okay. Nach oben, alles klar. Gehen wir hin. Bam. Da ist er reingefallen. Finde ich interessant. Finde ich auch lang. Ah. Jo. Oh. Eieiei, der hat ja laut geknallt. Ja, was will die Dinger annehmen? So, hi. Was geht ab, Leute? Dudes und Dudets. Batz. Batz. Was hat der Batz? Kann ich irgendwas mit dem Schild vielleicht gleichzeitig machen? Nee. Irgendwie nicht. Ich hab keine Ahnung, ey. Schon wieder nächste Level, wollt ihr mich veräppeln? Au. Warlord. Irgendwer.
Ja, ja, los, komm, lass fighten, Junge. Au, fuck off. Oh, der ist ja richtig hardcore. Oh nein. Oh nein. Dazu mal ein bisschen. Ich schub's dich runter. Oh nein. Tschüss. Bye bye. Kommt der auch nochmal wieder? Ja. Wow, fuck off. Hätte ja auch Leben. Ich hab grad gesehen, da unten. Da ist nämlich ein bisschen. Bam. Wegfliegen. So, Freunde. Oh nein. Oh, er hat sich geblockt. Den Block geht's ja auch noch. Oh fuck. Au. Reißen Sie sich mal bitte zusammen, junger Herr. Das ist ja ganz schön gemein, was Sie hier machen. Boah, ist ja auch. Ja, vielleicht. Ich bin einfach nur auch zu dumm. Das ist natürlich völlig klar. So. Oh, Scheiße. So, okay, Freund. Ey. Ey. Wie geschmeidig, Junge. Bin ich jetzt ja Boxer. Hä? So. Bam. Yeah, Drillarm. Okay, jetzt haben wir den Drillarm. Oh, jetzt sind wir wieder zu Hause. Attach Parts. Ach so. Ah, man muss in den. Ah! Jetzt können wir hier rein. Und hier sehen wir die ganzen Parts, die wir haben. Alles klar. Gut, alles klar. Ja, da wissen wir schon mal Bescheid. Oh. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Builds. Ah, hier kann man seine Builds kann man den ja rein paken. Also gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Megabyte Punch. Macht's gut, bis dahin und tschaußen!